Hallöchen und herzlich willkommen hier und heute zu einer neuen Episode von Lara Croft Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider im Schnee, im hohen Norden. Was ist der Nagel? Eingang haben wir doch schon gefunden, oder bin ich ganz doof? Ach, das ist die... Naja. Boing. Plom, plom. Wir haben hier irgendwo einen verletzt, genau da hinten. Und den gehen wir jetzt doch Bescheid sagen, die Höhle ist gesäubert, geräumt, wie auch immer. Und dann haben wir so gut, wie es geht natürlich, den Weg freigeräumt. Wo ist denn das? Ach, das war da hier oben, Mann. Haben Sie die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistolenvisier. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind schusswaffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden, um ihren Verhalten und ihre Fähigkeiten zu verändern. Als Schusswaffen derselbe Typ bekommen einen Aufsatz, sobald sie diese besitzen. Ah. Okay, jetzt. Nix bei den. Tralalalalala. Holz, wir brauchen hier irgendwo Holz, Holz, knack, knuck. Wir brauchen hier irgendwo Holz hier. Aber es klappt nicht so ganz mit dem Holz. Hui, hui. Oh, Munitiones. Kriegen wir irgendwie her. Munitiones. Ah, 20. Sehr schön. Hier hoch. Aber da, da, oh, das ist auch die Höhle, die wir damals nicht, ja, damals nicht rein konnten, weil wir so doof waren. Ziehen! Das sieht mir nach einer Ruine aus, nicht nach einer Wolfsbegegnung. Ja, eine Truhe. Ach, eine solche Truhe. Na, da brauchen wir keinen Lichtkrieg, das ist ja auch gut. Combat-Bogen. Richtig schön. Hier ist also eine Art Grab. Familiengrab, Oberhäupter. Auf jeden Fall sehr schön. Na gut, jetzt geht's also weiter Richtung Ziel. Ich hoffe, wir kommen auch irgendwie an. Oh, ich bin natürlich voll doof. Mal wieder den falschen Weg gelaufen, gelatscht. Wir müssen irgendwie da nach oben, oder wie? Ich glaube, durch diesen Kran kommen wir da nach oben und dann irgendwie... Aber ich frage mich jetzt schon, wie da hochkommen. Hm. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. War das nicht... Der Eingang auf dem Bild, den wir gesehen haben? Das war doch der Eingang. Ja, im Tod nützt die Munition leider gar nichts. Kupferwerk. Da weißt du, alle tot. Aber was die brauchen, sind Statuetten. Statuen. Na, tolle Wurst. Ist ja auch nicht mal das, was es war. Ich denke jeden Tag an Dad.
Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Das ist wahr, wahr. Ja, so viel, was einem irgendwie einmal komisch vorkommen könnte, ist ja eventuell mal wahr. Aber na gut. Kampfmesser benötigt. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Haben wir gar nicht noch alles. Noch nicht alles entdeckt. Also es ist. Mit. Wo denn? Wie jetzt? Hä? Brauchen wir hier den Seilzug? Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Wieso? Ach, nicht sie. Aber klar. Na, hier in der Nähe, hat man noch gedacht. Da irgendwo da oben, oder was? Im Felsen. Da oben, wie kommen wir denn da hoch? Ach so. Und 7 Münzen. Bunzanische Münzen oder wie? Bunz, Binz, Banz Münzen. So rum in der Art. Etwa Pipapo, Mexiko, tralalalala. Oh, ja, ich frage mich nur, wie geht's weiter hier? Wie kommen wir da rein? Hier gibt's ja Stacheldraht. Ach, hier, meinte die gute Dame. Na, hätte ich gewusst. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Gut, oberen Minenteil. Ist ja klar, dass der Herr immer wieder weiter ist, obwohl wir auch den steinigen Weg nehmen müssen. Aber wir haben hier irgendwie Dächer. Finde ich sehr schön, dass hier ein Weg über die Dächer gibt. Da oben, was ist denn da wieder für ein Gewandgemälde angekommen, oder wie? Oh. Ich war, glaube ich, zu forsch. Vorschnell. Nämlich so muss man das alles machen. Und da wieder hochklettern. Genau so. Nämlich so rum. Da oben. Da, ich war ein bisschen zu vorschnell. Das ist ja immer wieder so. Schneller und besser ist ja nicht immer gut, aber. Käfige, als wären sie Tiere. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Okay, und dass die Leute hier in Käfigen gewohnt haben, ist es zur Selbstverteidigung? Ich meine, wenn Tiere kommen oder so, aber im Gegensatz, die haben alle Nummern bekommen hier.
Es ist ja schon so. Mann, ich will echt nicht da. Nee. Das geht einfach nicht, Leute. Auch Tiere in Käfige sperren geht eigentlich auch gar nicht. Negativ. Selbst wenn, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Das wird gefährlicher, je höher wir kommen. Wind und Wetter haben ihren Tribut. Hier also sind die Sowjets durchgebrochen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte und es wurde alles auf die Leitung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen, also. Haben wir noch niemand? Ich glaube, das waren die vier. Boah, das tut mir echt leid, den Herren verbrennen zu sehen. Können wir eigentlich auch Stoff anzünden, nur mal so als testweise gefragt. Geht. Gut. Okay, Stoff ist. Genau, entzündbar. Entflammbar. Hä? Lalalalalala. Brenne. Aber das Feuer geht normalerweise nicht so schnell unter. Mann, Bauarbeiten hier. Überall Leichen. Noch ein sowjetisches Schild. Russisch 2. Oh. Pilze. Was ist mal hier? Ist hier noch unten? Wo sind wir? Ach, wir sind hier. Okay, das ist also sozusagen eine, mein Name, bitte sehr. Sozusagen eine Abkürzung gegen unten. Ja, tolle Wurst, aber wir sind dann gar nicht so weit entfernt. Das kriegen wir schon irgendwo hin. Hin, wieder nach oben. Boah, ich würde sogar 9,15, 9,16. Hier haben wir ja die 3 bis 4 Herren umgebracht, beziehungsweise noch verbrannt, jemand verbrannt. Boah. Haben sie sogar jemanden aufgespießt. Scheiße, das geht ja gar nicht. Meine Freunde, jemand einfach so. Macht das ja nicht im Leben. Wieso wollen wir da hin? Nein, wieso? Komm wieder hoch, du dummes Ding. Gut, also dumm ist leider jedenfalls nicht, aber die Steuerung hier, ja, manchmal. Naja. Wohin müssen wir gehen? Da hinten. Hä? Ach, da nach hinten. So rum. Okay, alles klar. Lerner. Der Held der Sowjetunion-Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Ich frage mich nur,
Das trägt man an der Brust. Und die Schweißschraube da hinten dran, wird das dann in die Brust gedrückt? Tut da ziemlich weh. Aber schmuckes Ding. Schwingen Sie, indem Sie diese hängende Seilrolle schießen. Ach, wir! Wow. Ach, Doofkopf. Falsche Taste, mal wieder. Tschüssi. Verschwunden. Muss ich hier durch? Will nicht. Hab Angst. Schiss in der Hose und noch mehr. Boah. Hoffentlich steht das Ding hier auf dem Fels und nicht irgendwie als Abgrund auf Holz. Ja. Aber meine Freunde, wir sind hier und wir sind stolz, dass wir so weit gekommen sind in dieser bizarren und dunklen und enormen kalten Landschaft. Bis dann und ein weiteres schönes Fest wünsche ich euch für den Tag. Das war's. Tschüss, bis bald.